Hallo und willkommen zurück. Heute werde ich euch 10 Drills an einer Agilitätsleiter zeigen. Falls ihr keine Leiter gerade zur Verfügung habt, könnt ihr alles benutzen, was euch gerade einfällt. Ihr könnt irgendwelche Seile nehmen, Handtücher oder wenn es länger halten soll, Klebeband auf dem Boden. Alles eignet sich super, um die Übung auszuführen. Wenn ihr dabei seid, ist es wichtig, dass ihr beiden Seiten ausführt. Jede Bewegung sofort nach links als auch nach rechts. Dass ihr nicht zu einer Seite überlastet und die andere vernachlässigt. Versucht die Sachen erst langsam und sauber auszuführen und später immer schneller zu werden und an eurer Balance zu arbeiten. Zehnte Übung könnt ihr jede der vorgewiesenen Übung unter erschwerten Bedingungen ausführen. Dafür dreht ihr euch 10-mal im Kreis und ab durch die Leiter. Nächste Challenge machen wir ein bisschen Akrobatik. Die Bewegung kommt aus dem Bereich Capoeira und heißt dort Macaco. Es ist ein halbwegs gedrehter Rückwärtssalto auf einer Hand.
Klingt sehr kompliziert, aber mit ein paar Vorübungen ist das zu schaffen. Bis zum nächsten Mal.